Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir machen ja weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir müssen ja gegen diesen komischen Typen da kämpfen. Gleich, oder ich denke mal, dass wir gegen den kämpfen müssen, der sich in ein Tier verwandeln kann. In was für ein Tier, wissen wir ja nicht. Aber ich denke mal, es wird kein Kaninchen oder irgendwas sein. Das wird schon, ich denke mal, schon was etwas Größeres sein. Und etwas, was gefräßiger ist. Da ist eine Hütte. Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin. Ja. Wir haben hier halt auch leider nie Waffen. Also jetzt immer bloß unseren Bogen. Oh, guck mal, da rennt er. Oh. Okay. Die Nahwahl besiegen. Du Drecksau, komm her. Wow, wow, wow. Renn, mein Fräulein. War's das? War's das schon? Das ist ja eine Pfeife. Okay, bringen wir den Bogen zu Ucho zurück. Okay. Ja, der hätte sich ja. Der hätte uns ja nicht angreifen müssen. Arme Miezekatze. Arme, arme Miezekatze. Noch so ein armes Schweinchen. Armes Schweinchen. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier wäre noch das. Ja, können wir auch noch mitnehmen. Ich habe echt schon gedacht, also ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich gedacht, dass das echt ein bisschen länger dauert mit denen. Also man könnte ja wirklich nicht wissen, dass der innerhalb von 5, 6 Pfeilschüssen kaputt ist. Okay, hier müssen wir springen. Warte mal, jetzt zeigt es mir da noch was an. Hier ist noch eine Krypta, wie kommen wir in die Krypta rein? Aber das Ding ist. Ach, siehst du, die hätte man jetzt einen Anschluss machen können. Die hätte man jetzt machen können, die Krypta. Ja, und jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wie ich jetzt da hinten in diese reinkomme.
Und wo sind wir denn jetzt hier runtergejumpt? Von da. Ne, von da. Ja, wie kommen wir jetzt aber da hoch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob wir da hoch in die Krypta reinkommen. Hier soll ja halt irgendwo das weiße Wasserschwein sein. Dieses Albino da. Aber die Frage ist nun... Die Frage ist wo? Aber das war echt komisch, dass es wirklich so schnell ging. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, es dauert schon. So, dass der immer mal abhaut und immer mehr wiederkommt und keine Ahnung. Also das ist wirklich so. Also ich hätte echt gedacht, es dauert bestimmt so 10 Minuten mindestens. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass das so schnell kaputt geht. Aber okay, was will man machen? Wir müssen doch irgendwo da hochkommen, oder? Wir müssen bestimmt irgendwo da ganz... Oder müssen wir dann irgendwann mal von da ganz oben runterspringen? Aber da wäre hier nicht so eine weiße Wand. Wir müssen irgendwo da drauf. Aber wie? Das ist mir jetzt gerade ein Unding. Wie kommen wir da hoch? Keine Ahnung. Ach, guck mal, hier vielleicht. Hier ist ein Bäumchen, dann geht's hier lang, guck mal. Dann dürfen wir hier rüber, dann da hoch. Bleibt in der Stadt. Wer sie verlässt, ist dazu verflucht, ewig durch den Dschungel zu wandern und niemals Frieden zu finden. Na, guck mal, das ist doch genau, was ich mir dachte, dass wir hier langkommen. Und dann wird nämlich hier oben... Und hier oben ist dann der Eingang. Hier hätten wir noch einen Schwalbensprung. Jetzt haben wir das auch abgeschlossen. Sehr gut. Und schon gehen wir jetzt in die Krypta rein und mal sehen, wo wir dann rauskommen. Haben wir halt ja aber auch wirklich schon sehr gut alles gemacht. Hier weiß ich nicht, wie man das eine reinkommt, weil das ja irgendwie zugesperrt ist. Das Wasserschweinchen haben wir nicht gefunden. Gut, würde ich jetzt auch sehr ungern töten wollen. Gut, hier hinten ist noch was. Ach, guck mal, jetzt ist auch der freigeschalten. Ah, den hatten wir ja gehabt. Da ist er ja irgendwo. Das, da habe ich jetzt gerade noch keine Ahnung. Hier haben wir auch noch einiges. Da sind wir auch noch nicht gewesen. Alles gut, Lara, du hast es doch gesehen. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten. Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance. Naja. Das könnte interessant werden. Ja, da leuchtet schon wieder. Hier auf dem Käfer, danke. Da steht, da sitzt voll gelangweilt da.
Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? Da geht's lang. Sieht wie Gold aus. Das ist Gold. Das ist ganz viel Gold. Was hat denn hier? Ratten. War es das jetzt oder wie? War das jetzt die Krypta gewesen hier? Ist das jetzt euer verkackter Ernst? Das bitte Gold? Das bisschen Zeug, was hier drin ist? Oh mein Gott. Das hätten sie sich auch schenken können. Eigentlich hätte die ja voll auf den Felsen klatschen müssen normalerweise. Jetzt haben wir schon 3 abgeschlossen. Da bräuchte man jetzt nur noch einen. Ich habe immer noch keine Ahnung, woher das Wasserschwein sein soll. Warte mal, mit denen können wir nicht reden. Warte mal, wir gehen mal zurück. Ist jetzt zwar nur doppelter Weg hier. Aber ziehen mal wieder unsere, die blaue Tunika an, weil wir können ja hier mit gar keinen reden. Bei der Onkel war der auch irgendwas von uns. Vielleicht sagt er uns ja irgendwie, ja hier, wir müssen das Wasserschwein finden oder so. Und dann ist es dann auf einmal da oder keine Ahnung. Da ist es. Da ist es. Es tut mir leid. Du arme Schweinchen. Ich bin so ein Monster. Ich bin so ein Monster. Okay. Ich hab das arme Schweinchen getötet. So, hier sind wir wieder der Ishik. Jetzt sind aber auf einmal auch die Kinder weg, oder? Willst du plündern, Fremde? Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls du überlebst. Wovon redest du da? Von einem Übergangsritus. Einem Test, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Einer Prüfung für jeden Kultistenkrieger. Das ist nichts für jemanden wie dich.
du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Dann finde den Pfad der Schlacht. Mal sehen, ob du und dein Hochmut ihn überleben. War das jetzt das Albino-Wasserschweinchen oder? Weil es leuchtet ja immer noch. Wie kann ich aber nur? Ich Monster. Hast du Paimo gesehen, Ishik? Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. Hey, bitte nicht so rum. Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Okay. Da hinten ist da noch was. Oh, hier ist auch noch was. Danke. Jetzt müsste man es haben, oder? Ja. Genau, wir können auch nochmal hier hochgehen. Hier oben haben wir jetzt auch zwei was, also noch zwei was. Dann nehmen wir das dann gleich noch mit. Geben dann noch die Quest ab für den Meisterbogen. Sonst müssten wir jetzt eigentlich ja soweit alles haben und machen dann in der nächsten Folge dann mit der Hauptstory weiter. Weil sonst würde mir jetzt auch gerade nichts einfallen, was wir machen könnten. Können wir ja noch ein bisschen Zeug hier sammeln. Leuchtet hier noch irgendwas Tolles? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Oh, hier unser Freund. Guck mal. Redest du mit mir? Ich muss da immer wieder feiern. Hier oben ist ja nichts mehr. Oh, hier ist auch was cool. Hauptsache, man findet erstmal Dinge. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist stummer Zufall. Das müssen wir weiter hier oben sein, irgendwo. Wo ist es denn? Hello? Hello? Ach, hier hinten.
Oh mein Gott, dieser Pinguin ist eine Gartendekoration, die bemalt, verziert und an einem Ort der Verehrung aufgestellt wurde. Ich sollte nicht darüber lachen, aber das ist so unpassend. Die Einheimischen kennen weder das Tier, das diese Statue darstellen soll, noch das Material, aus dem sie besteht. In Patiti gibt es kein Plastik. Keine Ahnung, wer hierfür verantwortlich ist, aber ich würde gern mit ihm reden und ihn fragen, wofür er diesen Pinguin eigentlich hält. Ich sage ja auch immer, ich will eigentlich einen Pinguin haben, gell? Ihr habt schon mal einen Pinguin. Aber es ist, was ist das? Genau, da hinten, das könnte ja Lara immer nicht lesen. Den hier. Der greift sich ja voll an den Möpse oder so. So wie das aussieht. Das beschreibt etwas in der Nähe. Der jüngste von 4 Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Der jüngste von den 4 Brüdern dreht den Rücken zu. Warte mal. Ja. Hier Türme. Vielleicht, wenn man das so nehmen könnte, oder? Meint ihr damit die Türme? Das könnte nützlich sein. Was ist das gewesen? Monolithschatz gefunden. Genau das ist es gewesen. Das ist sein Mund. Er lacht ja gar nicht im Mund. Er lacht doch davor. Da kann ich mir denken, weil hier ja 3 Türme sind und da oben ist ja dann wieder 4. Turm. Da hinten der. Weil der ja genauso aussieht wie die anderen 3. Deswegen hätte ich mir jetzt gedacht, das ist das gewesen. So, warte mal. Hier könnten wir doch vielleicht auch noch den Klippensprung machen. Den haben wir den schon gemacht? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ach scheiße, die hätte doch ihren Dings machen müssen. Ihren Köpfer bestimmt, also. Nicht einfach nur einen Bauch klatschen. Ach, ich glaube, das hier könnte das sein. Turmsprung. Hier hinten, das leuchtet. Zur Not gehen wir da halt einfach mal hin und versuchen, dass wir das noch hinkriegen. Da haben wir das wenigstens auch fertig. Da haben wir dann Lara, die Turmspringerin. Wir sind auch in dem Game noch nicht einmal per Schnellreise rumgewandert, ne? Nicht einmal. Nicht einmal sind wir jetzt per Schnellreise. Na, außer jetzt. Jetzt haben wir es verkackt. Warte mal, die Frage ist es bloß, ach, das ist jetzt das hier, warte mal. Also den hätten wir vielleicht gar nicht gesollt, oder? Lass uns einfach mal zu denen gehen. Weil hier sind wir ja schon mittendrin, wir wollen ja gar nicht rein, wir wollen ja bloß hoch und dann von oben runter springen. Und dort sind wir jetzt drin und den Weg ist erstmal dann wieder rausfinden. Und nicht, dass wir hätten das Grab nochmal machen müssen, dass wir dann wieder... Wäre vielleicht auch nicht so toll gewesen. Hier vielleicht von da oben. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Tja. Könnte das doch sein, oder? Thank you.
Warst du es nicht? Nein? Wir sind doch aber gerade gesprungen. Oh Manu, warum hat denn das nicht gezählt, die Kacke? Ach, hier ist das, wo hinten das Gefängnis war. Haben wir hier wirklich so viel vergessen? Oh mein Gott. Gut, wie gesagt, mit dem Gold weiß ich nicht, da komme ich schon ran. Was das ist, da habe ich auch gerade keinen Plan. Da müssen wir auch mal gucken. Hier waren wir auch noch nicht drin. Da müssten wir hier vielleicht irgendwie durch hier, uns hier durchschweizen. Warum hat denn jetzt der Sprung aber nicht funktioniert? Einen anderen Sprung kann ich mir doch jetzt aber gerade gar nicht denken. Wir versuchen es nochmal. Oder haben wir den schon gemacht und es fehlt bloß noch ein anderer? Hm, wie gesagt, weil hier steht ja auch nichts da, dass wir das machen sollen. Der war gut, Lara. Das war dein Bester. Das war gerade dein Bester. Aber nö. Es passiert gar nichts. Ja, keine Ahnung, wo jetzt der vierte Turm sein soll. Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer Sorry. Erzählte? Lieben gern. Nein. Oi, Sasteni. Aoi, was? Ja, wie gesagt, die Geschichte haben wir schon mal gehört. Ist jetzt nicht so cool. Das heißt, es ist nicht so cool, aber wir haben es halt schon mal gehört. Wir müssen uns ja nicht alles doppelt und dreifachen, vierfachen, fünffachen anhören. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich würde jetzt mal wirklich gerne wissen, wo ist jetzt der vierte Turm? Der, wo wir runterspringen sollen. Es sieht aber auch eigentlich ziemlich krass aus, oder? Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Okay. Nee, hier nicht. Dass ich das immer wieder suchen muss, diese Kacke, Hier sind wir, so. Und ich würde aber meinen, das machen wir dann voll motiviert in der nächsten Folge, oder? Dann gehen wir die eine Mission ab, nehmen die andere Mission an und... Weil ich jetzt nicht weiß, ob halt noch was kommt, ob da jetzt, falls da jetzt wirklich dann gekrönt wird oder so. Nicht, dass es dann wieder 5, 6, 7, 10 Minuten dauert und das ist halt immer das Problem, genau. Und deswegen beende ich ja lieber die Folge und gehe auf Nummer sicher. Ja. Und ich danke euch wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Ich hoffe, euch hat auch die Folge gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.